Hallo, meine Lieben. Na, wart ihr artig? Falls nicht, dann seid ihr noch viel richtiger. Aber ihr kommt wahrscheinlich dann durch diesen Eingang in unser schickes neues Gefängnis. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben in der letzten Folge? Wir nehmen aktuell keine Häftlinge auf, das ist okay. Häftlinge, die entlassen werden müssen. Ein Häftling muss bald entlassen werden, okay. Ups. Hoppala. Das klingt nicht gut. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ja. Ach du liebe Güte, ihr habt einen tot gemacht. Unfasslich. Das ist ja ein. Warum passiert das nur? Wir haben doch gerade erst angefangen. Warum? Ich wollte euch doch nur ein bisschen Privatsphäre gönnen in der Dusche. Und ihr macht dort jemanden tot. Okay. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir eine Leichenhalle brauchen. Wo bauen wir die hin? Naja, gut, die Leute sollen ja nicht häufig tot umfallen. Von daher würde ich fast vorschlagen, wir machen das so. Wir bauen hier ein Fundament ran. Ach, ich bin frustriert. Man ist keine 10 Sekunden dabei und schon wird hier sowas gemacht. Frustrierend. Gut, Personaltür bauen wir hierhin und dann werden wir hier die Leiche abtransportieren. Das ist sehr, sehr ärgerlich und das führt definitiv dazu, dass ihr zukünftig hier nicht mehr ohne Überwachung duschen könnt. Er hat offensichtlich den Alarm ausgelöst. Und es gab eine Säge. Das ist gediegen. Der muss er natürlich definitiv für in Einzelhaft. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Hier ist jetzt erstmal Überwachung angesagt. Okay, das geht nicht anders. Wunderbar. Zwei in Einzelhaft, drei in Warteschlange. Offensichtlich, wenn hier gemordet wird. Das ist nicht so gut. Leider haben wir nicht gesehen, wer wer ist. Essen geben, okay. Ein Häftling bereit für Bewährung. Ich habe keine Ahnung, wie Bewährung funktioniert. Bewährung ist mit Sicherheit ein neues Konzept, was in der letzten Beta, die ich gespielt habe, noch nicht existierte. Informationen. Schmuggelware. Nachfrage nach Narkotika und Luxusgütern ist immer noch höher als Waffen und Werkzeuge. Das beruhigt mich etwas. In den letzten 24 Stunden wurde hier Schmuggelware entdeckt. Und das meiste sind Drogen. Versteckt gefunden. Ah! Verstehe. Das ist super spannend. Das kannte ich so noch nicht. Ich kann also hier rüber gehen und sehen, wenn hier irgendetwas geschmuggelt wurde. Okay, ein Feuerzeug wurde aus dem Besucherding geschmuggelt. Oh. Das kam irgendwie über die Versorgung rein. Handy. Geschmuggelt, versteckt, okay. Getauscht. Getauscht. Meine Güte. Und hier kommen die relativ häufig. Das geht ja so nicht. Und auf 7 Tage Metallschaft. Metallschaft? Besitzer unbekannt. Säge. Besitzer Sean Alexander. Okay. Wir müssen definitiv ein bisschen was hier dagegen tun. Häftlinge unter Zwang rekrutieren. Zum Beispiel in Einzelhaft. Alles klar. Potenzieller Informant. Hier. Du bist doch wunderbar. Was können wir mit dir machen? Du bist ein potenzieller Informant. Charakter, Erfahrung. Informanten rekrutieren. Gleich mal gucken, wie das geht. Ich habe keine Ahnung.
Wir schauen uns das mal an. Aber er hat einen Gefangenen angegriffen und schwer verletzt. Das ist eigentlich meine Gelegenheit, um ihn mal zu kassieren. Und mal zu gucken, ob er mit uns zusammenarbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen folgen wir ihn einfach mal durch die Gegend. Okay, Beckwith. Du kommst mal mit. Und dann diskutieren wir offensichtlich etwas mit dir. In der Verhörzelle. Häftling, Informant. So. Wie können wir jetzt die Informationen, die er uns liefert, erfahren? Spitzel. Spitzel? Spitzel? Was bedeutet das? Ich bin verwirrt. Ich habe schon die perfekte Folgenüberschrift. Der verwirrte George. Dieser Häftling ist ein enttarnter Informant und er könnte deswegen in Lebensgefahr schweben. Lassen Sie ihn nicht zu lange alleine. Er ist ein enttarnter Informant? Was zum Geier? Ich bin fasziniert. Aktivieren wir ihn mal. Gucken wir mal, was er rausfindet. Potenzieller Informant. Ich denke, wir brauchen noch mehr Informanten. Erfahrung, Informant rekrutieren. Und den werden wir auch mal aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir versuchen das mal. Was ist das? Der hat Fragezeichen. Ja, das ist sehr gut. Kenners. Irgendwie habe ich keine Ahnung, wie dieser Spitzelkram funktioniert. Falls es einer von euch weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin völlig ratlos. Offensichtlich ist dieser Vogel hier hart. Was auch immer das heißt. Hart. Er saß für Folter. Von daher, das ist mit Sicherheit kein gutes Hobby. Hart. Dieser Häftling kann in einer Prügelei sehr viel einstecken. Außerdem kann er ab und zu Taser-Treffer einfach abschütteln. Okay. Verstehe. Du bist so ein Kandidat, den ich definitiv mal umstelle auf maximale Sicherheit. Was macht denn unsere Leichenhalle? Da, Leichenhalle. Und wir brauchen dort natürlich auch Strom. Aber ich glaube, wir brauchen kein Wasser. Ich hoffe jedenfalls, dass wir kein Wasser brauchen. Ich habe jedenfalls nicht vor, da unten Wasser runterzulegen. Es sei denn, ich muss. Objekte. Leichenbahre. Kostet nur 100. Ist also durchaus erschwinglich. Und deswegen machen wir hier gleich ein paar mehr hin. So. Ja, das gefällt mir nicht, so machen wir es so. Gut. Fein. Ein Häftling ist bereit für Bewährung. Ich habe keine Ahnung, wie Bewährung funktioniert. Geht das über Berichte? Also, Wertermittlung. Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Minus 50.000. Herzlichen Dank. Finanzen ist es auch nicht. Programme. Einführung Sicherheit in der Werkstatt. Tischlerlehre. Programm Grundlagen. Gruppentherapie für Alkoholiker. Bewährungsanhörung. Start. Okay. Ein Ort, eine Sitzung. Eine Anhörung, bei der festgestellt wird, ob ein Häftling vorzeitig entlassen werden kann. Bei einer erfolgreichen Entlassung, bei der es zu keinem Rückfall kommt, sorgt für eine hübsche Bonuszahlung. Angeleitet von Bewährungsdirektor in Bewährung. Unterstützt von Bewährungsanwalt. Sitzungsdauer 4 Stunden. Jeder Häftling benötigt Besuchertisch.
nachdem 50 oder 75% der Haftstrafe abgesessen wurden, kann extern angeworben werden. Schülersitze kann außerhalb der Arbeitszeiten liegen. Lehrersitze. So viel Zeug. Okay, gut. Das bedeutet aber, dass wir definitiv jetzt uns mal Gedanken machen müssen um unser Bildungsprogramm. Und das stand ja eh an. Und sobald wir das gemacht haben, sollte sich hier einiges im Gefängnis auch noch ein bisschen leichter gestalten. Vor allen Dingen, weil wir dann in der Lage sein werden, noch mehr Geld zu verdienen. Ich wollte gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist ein komplett neuer Ertrag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und das Ganze braucht einen Zugang, den ich jetzt noch nicht legen werde. So. Dann wollen wir mal schauen. Wie geht es eigentlich unseren Informanten? Informanten. Und habt ihr irgendwas, was ihr mir mitteilen könnt? Welcher bist du? Du kannst mal aktivieren. Und kriegst du irgendwas raus? Ich wüsste gar nicht, wo das steht. Naja, schau dich um. So. Dann machen wir mal das Ganze etwas schneller. Das ist unsere Leichenhalle. Da tun wir auch noch eine Wache rein. Das nützt ja nichts. Und jetzt warten wir einfach, bis hier der Bau abgeschlossen wird. Und dann machen wir just hier unsere, wie heißt das? Unsere Lehrräume. Und dann brauchen wir an dieser Stelle, seid ihr fertig? Ja. Dann brauchen wir an dieser Stelle eine Tür. Oh, wo habt ihr die denn hier geholt? Das ist einmalig. So, Versorgung brauchen wir natürlich hier auch. Darüber, großes Rohr. Darüber. Ups, Zigaretten, nicht so schlimm. Ein bisschen Strom haben wir noch. Und momentan möchte ich. Was zum Geier? Untersuch das mal. Dann möchte ich hier, Objekt natürlich auch, noch einen weiteren. Wie heißt das? Wie heißt das? Metalldetektor. Einen Metalldetektor installieren. Und auch gleich noch eine Waffe. Wache. Und da wir jetzt an dieser Stelle sind, habe ich noch drei Wachen dazu gekauft. Uns fehlt noch ein Rechtsanwalt. Und dafür muss ich Recht erforschen. Okay, das kann ich aber machen. Bürokratie, das ist sowieso mal die Idee. Wir wollen Recht. Haben wir ja schon bezahlt, kann er mal erforschen. Und Kredit brauchen wir nicht. Erweiterung wird bald fällig, so wie ich das sehe. Fernsteuerung, Überwachung, CCTV wird, denke ich, früher oder später relevant. Okay. Wie spät ist es denn? Schlaf. Sind wir durch die Nacht geeiert? Wir sind durch die Nacht geeiert. Das ist ärgerlich, denn ich wollte gerade mal wieder eine schöne Razzia machen. Aber dann nicht. Dann machen wir erstmal einen Ausbau unserer kleinen Örtlichkeit hier. Und das wären 1, 2, 3, 4. Flur 4, 3, 2, 1. 10, ist das richtig? Da müssten das 12 sein, sind es aber nicht. Also müssten wir doch hier 11 haben. Bitteschön, Dankeschön. Und auf dieser Seite
Auch 11. Und dann sehen wir mal weiter. So. Was macht unser Geld? 22.000, das reicht für jegliche Ausbauten, die wir noch machen wollen. Warum ist hier eigentlich gerade kein Wachpersonal? So, aber wir können hier schon Zugänge legen, denn hier ist ja eine Tür dazwischen und da wird mit Sicherheit kein Häftling durchgelassen. Solange wir da nicht. Ist das richtig? Sehe ich das falsch? Nein, das ist richtig. Solange wir da nicht sagen, mach mal die Tür auf. Mach hoch die Tür. So. Gleich mal schneller machen. Und Freizeit ist die beste Zeit. Das bauen wir aber noch nicht aus. Was wir aber machen könnten, wäre schon mal die Versorgungslinie hochziehen und die Wasserlinien hochziehen. Und zwar 1, 2, 3. Hier. 1, 2, 3. Hier. Dann können die immerhin das schon mal machen. So, und hier auf dieser Seite das Stromkabel. Nochmal runterziehen und diesem Raum zuweisen als Bedim. Wo ist er? Unterrichtsraum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 mal 5 ist die Größe. Der ist also zu klein, um ihn mehrfach zu unterteilen. Was wir machen könnten, wäre daraus 2 Räume machen. Einmal, ja, das ist eine gute Idee. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das geht auch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Gut, dann machen wir einen großen Unterrichtsraum. Und dann machen wir hier nochmal kleinere nebenan. Nämlich unter anderem hier 1, 2, 3, 4, 5 und eine Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der Raum. Auch machen wir ihn ruhig so. Und setzen hier noch ein. Setzen wir ruhig die Tür hier hin. Und sehen dann weiter. Du bist ein Unterrichtsraum, du brauchst einen Schultisch und Büroschreibtische. Das kriegen wir hin. Büroschreibtisch kommt hier hin. Wie rum bist du eigentlich? Einigermaßen richtig, glaube ich, aber wir drehen dich nochmal um. So, machen dir einen ganz normalen Stuhl. Und jetzt brauchen wir Schultische. 1, 2. Ja, machen wir das ruhig so. Und hier noch so ein paar Beobachtungssessel. Das könnte ganz interessant sein. Ich finde, wir können hier noch mehr reinpuzzeln, denn wir wollen ja möglichst viele Leute auf einmal unterrichten. Dann man tau. Ach, die sind beim Essen. Das bedeutet, gleich können wir die Razzia machen, die ich schon seit langem vorhabe. Denn gleich wird geschlafen. So, noch ein Raum. Noch ein Unterrichtsraum. Und Objekte machen wir genau das gleiche, nur nochmal in anders. Wir machen einen Tisch. Tun vor den Tisch einen normalen Stuhl. Und dann kommen die Schultische. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Verstehe. Problem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4. Und ich glaube, das passt nicht mehr hin. Da können also maximal 8 Leute rein. Gut. So, wir sind inzwischen auf Schlaf.
Und sind sie schon alle abgezogen? Ja. Dann wird jetzt gerazziert. Das ist das letzte Mal, dass wir uns hier von irgendjemanden Drogen oder sonst irgendwas. Oh, Alkohol reinschmuggeln lassen. Und hier liegt ein Stück Bacon auf dem Boden. What's shaken bacon? Oh, Pillen. Ich habe die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Das sind viel zu viele, viel zu viele Sachen, die da immer wieder durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mit durch einen Metalldetektor das Problem in den Griff kriegen, aber es wird es mit Sicherheit auch nicht schlimmer machen. So, laufende Razzia. Was mich immer mehr besorgt, ist, wenn hier irgendjemand anfängt, Tunnel zu graben. Wir können ja mal das Ganze schneller machen. Und uns die Razzia angucken. Ah, Chaos. Fünf Häftlinge bereit für Bewährung. Also, wenn ihr solche Dinge macht, wie hier Segen mitnehmen und Segen mitnehmen und Gift und solche Dinge, dann werden wir keine Freunde mehr. Welche Plätze sind da noch übrig? Nein, alles abgefrühstückt. Gut. Gut, diese Unterrichtsräume müssen dann nochmal bearbeitet werden. Aber wir können inzwischen diese Tür dauerhaft entriegeln. Das ist schon mal viel wert. So, und jetzt kommt der Clou. Wir gehen auf Berichte. Und wir haben die Möglichkeit, Programme zu starten. Und diese Programme dienen dazu, verschiedene Fähigkeiten in den Häftlingen zu steigern, mit denen sie dann in der Lage sind, zum Beispiel in der Werkstatt zu arbeiten oder besser in der Küche zu arbeiten oder Tischler zu werden, was ich sehr, sehr spannend finde. Und dann gibt es die Grundlagenbildung. Die Grundlagenbildung finde ich super. Die braucht neun Plätze, beziehungsweise wir können an 20 Orte 10 Sitzungen, keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt. Programm Allgemeinbildung, keiner interessiert oder qualifiziert. Verhaltenstherapie finde ich auch sehr interessant. Pharmakologische Behandlung von Drogensucht. Angeleitet von Arzt in Krankenstation, Sitzungsdauer 1 Stunde. Jeder Häftling benötigt Krankenbett. Einweisung Drogenabhängigkeit, Schülersitze, wiederholbar, passiv. Okay. 10 Orte, 3 Sitzungen. Ein Programm, das mit 5 pharmakologischen Ersatzdrogen arbeitet und die Drogensucht des Häftlings zu bekämpfen. Jede Behandlung hilft dem Häftling bei seinem Bedürfnis Abhängigkeit. Und wer das Programm abschließt, hat eine gute Chance danach, clean zu sein. Okay, das können wir ja mal machen. Das ist jetzt am Laufen. Bewährungsanhörung. Jeder Häftling benötigt Besuchertisch. Naja, wir haben Besuchertische. Die Frage ist, benötigen wir die im Unterrichtsraum? Wir wissen es nicht. Wir starten das mal. Kein Raum gefunden. Okay, wir brauchen einen Besuchertisch im entsprechenden Raum. Das bedeutet für mich, dass dieser Schultisch erstmal wegkommt, dieser Schultisch auch. Und übrigens, diese Räume werden auch überwacht. Das kann mir niemand erzählen, dass das eine gute Idee ist ansonsten. Und ja, mach mal ein bisschen schneller. Ja, danke schön. Und jetzt gucken wir mal, ob da ein Besuchertisch reinpasst. Der noch mal genau wo ist. Der sieht so witzig aus. Der sieht aus wie drei falsche Hocker um einen Tisch. Spüle. Du. Wo ist es? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo es ist und es macht mich wahnsinnig. Warum funktioniert das Scrollrad nicht? Ich habe heute keinen guten Lauf. Schultisch. Altar? Kirchenbänke? Nein, wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht mit ins Gefängnis nehmen. Gebetsmatte, sehr schön. Sortiertisch, Ladenregal, ich sehe schon, wir werden hier einiges Spannendes zu sehen kriegen. Also, Straßentor. Suchbegriff eingeben.
Das ist toll. Besuchertisch. Das ist eine neue Funktion und es ist meine neue Lieblingsfunktion. Fantastisch. Okay, machen wir den ruhig mal hier so. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Also, Berichte. Kein Raum gefunden. Anhalten. Und wo ist es? Bewährungsanhörung. 6 in Warteschleife. Also, angeleitet vom Bewährungsdirektor in Bewährung. Unterstützt vom Bewährungsanwalt. Jeder Häftling benötigt Besuchertisch. Nachdem 50% oder 75% der Haftstrafe abgesessen wurden und so weiter und so fort. Kann extern angeworben werden, Schülersitze. Kann außerhalb der Arbeitszeiten liegen, Lehrersitze. Schüler können von Wachen eskortiert werden. Leicht. Okay. Kein Raum gefunden? Was für ein Raum soll das denn werden? Ach, weil das. Ach, weil der Tisch noch nicht steht. Gut. Ich lerne offensichtlich bei jedem Spiel das Spiel neu. Bewährungsanhörung. Kein Raum gefunden. Jetzt ist hier doch der Tisch. Gut, wir versuchen das nochmal. Gibt es sowas wie Lehrerstühle? Nein. Ein Ort, ein Sitz, eine Sitzung. Bewährungsdirektor in Bewährung. Okay, wir müssen mal im Personal gucken. Hundeführer, Vorarbeiter, Rechtsanwalt, höherqualifizierter Angestellter. Braucht er ein Büro? Finden wir raus. Haben wir ein Büro für ihn? Ja, wir haben ein Büro. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir hier diese Bewährungsanhörung an den Start kriegen können. Schülersitze, Besuchertisch, Lehrersitze. Ich finde, wir haben alles. Oder brauchen wir einfach noch einen Stuhl mehr? Ich tue hier noch mal ein paar Stühle rein. Das schadet ja nichts. So. Das Ganze noch mal schneller. So, was haben wir denn noch eigentlich für Veranstaltungen? Die pharmakologische Geschichte läuft von 5 bis 6 Uhr nachmittags. Wie spät haben wir es? Ich möchte das gern mal sehen. Kommt also noch. Anhalten. Einführung Sicherheit in die Werkstatt? Nein. Tischlerlehre geht nicht. Grundlagenausbildung. Allgemeinbildung immer noch nicht. Verhaltenstherapie. Angeleitet vom Psychologe in Büro. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt Stuhl. Einweisung Aggression. Schülersitze. Mittel. Okay. Alle Räume nur für Personal. Natürlich. Wo ist der Psychologe? Da. Ich weiß, wie wir es machen. Wir machen Folgendes. Wir bauen. Das wird einmalig. Wir bauen hier eine Tür rein. Und zwar eine Gefängnistür. Und dann gehen wir auf Einsatz. Und dann gehen wir auf Allgemein. Und dann machen wir das. So. Sehr schön. Und ich glaube, dann brauchen wir noch Objekte. Einen weiteren Stuhl machen wir hier mal hin und einen Schülersitz. Schülersitz? Schultisch. Schülersitz. Wo kann man den denn sinnvoll hinbauen? So, dann sitzen sie sich gegenüber. Das ist mit Sicherheit eine sehr intensive Ausbildungserfahrung. So, hier ist offensichtlich unsere Drogenbehandlung zu Gange oder ist sie gerade schon wieder vorbei? Mist, ich habe sie verpasst. Also, pharmakologische Behandlung von 5 bis 6 läuft. Der rote Balken zeigt an, wie weit das läuft. Alle Räume nur für Personal. Nein, das ist verkehrt. Anhalten. Und machen
Verhaltenstherapie. Ja. Sehr gut. Verhaltenstherapie funktioniert. Das heißt, jetzt kommt hier gleich hoffentlich eine Wache vorbei und bringt mir einen jungen Mann. Ja, nein. Ach was, er ruht sich aus? Ich sehe ihn nicht wirklich hier eine Verhaltenstherapie machen. Was ist heute eigentlich los? Dieses Gefängnis macht, was es will. Ich glaube, wenn wir eine Sache gelernt haben, ist, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Gefängnis zu führen. Oh mein Gott. Also gut, ich muss mich noch mal ein wenig einlesen in die Problematik, wie man hier mit Bewährung und so weiter umgeht. Bis dahin werden wir noch einen Moment pausieren müssen und uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir Prison Architect spielen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Thank you.